Hilf mir fliegen, Lars. Von Hans de Beer. Kleiner Eisbär, Bilderbuchgeschichten. Vorgelesen von Michael Erhold. Für Lars, den kleinen Eisbären, sind Wind, Schnee und klirrende Kälte ganz normal, denn er lebt am Nordpol. Doch an diesem Tag scheint ausnahmsweise die Sonne und Lars lässt sie sich wohlig auf den Pelz brennen. Wenn ich mir jetzt etwas wünschen könnte, möchte ich fliegen können, sagt Lars und schaut hinauf zu den Möwen, die hoch über ihn ihre Kreise ziehen. Vielleicht nicht ganz so hoch. Ein schweres Brummen unterbricht seine Gedanken. Ein Schiff! Gefahr! Schnell rutscht Lars hinter seinen Eishügel. Lars hält sich fest an seiner Eisscholle, die in den Wellen schaukelt. Das Schiff streift ihn beinahe. Plötzlich ruft jemand laut: Pass auf, du da unten! Und schon plumpst etwas neben Lars herunter, spritzt auf und verschwindet im Wasser. Als Lars sich vom ersten Schreck erholt hat, taucht er neugierig. Er stößt auf einen Vogel, den er noch nie gesehen hat. Der Vogel erschrickt vor dem kleinen Eisbären und will fliehen. Doch Lars taucht unter ihn und hebt ihn aus dem Wasser. Vor mir brauchst du keine Angst zu haben, sagt er. Ich bin Lars, der kleine Eisbär. Er sagt es so freundlich, dass der Vogel seine Angst verliert. Ich bin Juri, der kleine Papageientaucher, sagt er lächelnd. Papageientaucher? Nie gehört, sagt der kleine Eisbär erstaunt. Woher kommst du denn? Ich komme von sehr weit her, erklärt Juri. Beim Fischen geriet ich mit dem Flügel in eine Öllache und konnte mich nur mit Mühe auf ein Schiff retten. Tagelang versuchte ich, den Flügel zu bewegen, und dann wurde ich auch noch hungrig. Als ich endlich Land sah, nun, hier bin ich und werde gar nie mehr nach Hause kommen, sagt Juri und schluchzt. Oh doch, ich habe schon vielen geholfen, nach Hause zu kommen, tröstet Lars. Schau, das Schiff ankert. Das ist gut. Wir haben Zeit. Wieso ist das gut? Fragt Juri erstaunt. Weil du das Schiff auf jeden Fall brauchen wirst, um den Heimweg zu finden. Ich kann dir zwar nicht beim Fliegen helfen, fährt Lars fort, aber ich kann dir helfen, den Flügel zu heilen. Wenn wir Eisbären Schmerzen haben, geben wir immer zu den warmen Quellen. Du wirst sehen, die Wärme wird auch deinen Flügel gut tun. Komm mit. Der kleine Papageientaucher folgte Lars mühsam auf seinen großen Schwimmfüßen. Fliegen ist das Schönste, was es gibt, Lars, seufzt er. Das glaube ich dir. Auch ich würde gerne einmal fliegen. Komm, spring auf meinen Rücken, damit wir vorwärts kommen. Als sie endlich bei den dampfenden warmen Quellen angekommen, hat Lars Mühe, seinen kleinen Freund ins blubbernde Wasser zu bringen. Bist du auch ganz sicher, dass es mir nicht schadet? Fragte er zögernd. Doch einmal im Wasser genießt Juri die Wärme. Und bald ist auch das Öl von seinem Flügel verschwunden. Aber fliegen kann er immer noch nicht. Enttäuscht gehen Lars und Juri zurück zum Schiff. Als sie schon fast wieder in der Bucht sind, sehen sie eine riesige bunte Kugel vor sich. Lars erschrickt. Juri hingegen sagt ruhig: Menschen fliegen damit. Ich habe es selber gesehen. Fliegen? Lacht Lars. Fliegen mit so einem großen Ding? Ohne Flügel? Er kann es nicht glauben. Lars wird neugierig. Er will das große Ding genauer anschauen und klettert in den Korb. Drin entdeckt er Lämpchen, Tasten, Kabel und Hebel. Komm, Juri, das musst du sehen, ruft Lars begeistert und hilft ihn in den Korb. Dabei stoßt er an irgendwas. Sofort ertönt ein lautes Zischen und eine Flamme schießt über ihren Köpfen hoch. Bevor Juri und Lars es merken, hebt der Ballon ab. Er steigt höher und höher in die stiebenden Schneeflocken hinein. Der Korb schaukelt im Schneegestöber. Lars und Juri rücken zusammen und starren ängstlich auf die zischende Flamme. Als Juri sich endlich traut, über den Rand des Korbes zu schauen, sind sie schon viel zu hoch, um abspringen zu können. Ich glaube, wir fliegen immer höher, Lars, sagt Juri. Wir fliegen immer höher, Lars schluckt. Wir sind in den Wolken, sagt Juri. Wolken, flüstert Lars und schluckt noch einmal. Plötzlich verstummt das Zischen und die Flamme wird kleiner. In unheimlicher Ruhe schweben sie über dem Wolkenmeer. Komm, Lars, ruft Juri aufgeregt. Schau, wie schön das Fliegen ist. Lars spielt über den Rand.
Verblüfft sieht er, dass die Wolken nicht mehr oben, sondern unten sind. Lars findet das wunderschön, aber er hat trotzdem Angst. Aus dieser Höhe kann ich bestimmt losfliegen, jubelt Juri. Bevor Lars ihn zurückhalten kann, hat der kleine Papageientaucher sich schon in die Tiefe gestürzt. Bis bald, ruft er und verschwindet in den Wolken. Lars bleibt alleine zurück. Jetzt geht die Flamme aus und der Ballon sinkt zurück in die Wolken. Juri, Juri, Hilfe, schreit Lars. Aber es kommt keine Antwort. Mit gewaltigen Schwanken kommt der Ballon endlich aus den Wolken und die Sicht wird klar. Und da ist Juri. Lars, schau, ich kann fliegen. Bis bald, ruft er vergnügt und ist schon wieder fort. Lars schaut ihm nach und ist erleichtert. Wenigstens das ist geschafft, denkt er. Doch dann sieht er den Boden immer näher kommen. Lars fürchtet sich vor dem Aufprall. Der kleine Eisbär hat Glück. Der Korb gleitet sanft über den Boden. Noch bevor er zum Stehen kommt, springt Lars hinaus. Noch nie hat sich der kleine Eisbär so wohl im weichen Schnee gefühlt. Schon kommt Juri herbeigeflogen, mit zwei Fischen im Schnabel. Für dich, lacht er fröhlich. Nur dank dir kann ich wieder losfliegen. Und dank dir weiß ich jetzt, was Fliegen ist, lacht Lars noch fröhlicher. Lars ist auf den nächsten Schneehügel geklettert. Es ist auch der höchste, um Juri ganz lange nachschauen zu können. Bis bald, Lars, ruft Juri. Diesen Sommer besuche ich dich, versprochen. Und schon fliegt er in großen Bogen hinterher zum auslaufenden Schiff. Als das Schiff bereits am Horizont verschwunden ist, sitzt der kleine Eisbär noch immer auf dem Schneehügel. Er denkt, der kleine Hügel ist hoch genug für mich. Ich muss nicht fliegen können. Ich habe einen Freund, der fliegen kann. Das ist viel schöner.